Na sagt mal, habt ihr das Buch von der Tochter von Bernd gelesen? Ja, klar. Von der Helene, Axolotl Rotkind. Also wir planen ein Feature. Na klar, habe ich das gelesen, was fragst du mich das? Das ist genau der Diskurs, den wir in den Theatern führen. Intertextualität. Ja, genau, das genau. Intertextualität. Also so anale Techniken, wie muss das sein für eine 16-Jährige? Geil, was ja, denn anders? Da oszilliert die Sprache zwischen Ohnmacht und Bewusstsein. Wie wäre es, wenn wir da mit dem diskursführenden Theater eine Co-Produktion machen? Ja, ja, super. Ja, gefällt mir auch. Eine tolle Idee. Ja, der Schorsch könnte mit seiner Seifenblasenmaschine so nebendran stehen. Weißt du, und die Barbara Weber könnte so Nora Tschirner-mäßig ein bisschen auf der Hüpfburg rumspringen. Oh ja, wie bei MTV. Pop und Politik. Ja. Minichmeier könnte dazu einen Kommentar machen, weißt du, so ironisch. Genau. Ja, ich denke, das machen wir, oder? Oh ja, vielleicht könnte ich bei der Recherche wieder mal nach Berlin. Einhellig die Begeisterung unter den Feuilletonisten. Aber was sagen Hegemanns Kollegen von der KiKa-Kinderkanal-Feuilletonisten-Fraktion dazu? Das intertextuelle Textverfahren finde ich blöd. Sag Gilly. Nika. Mange. Der Betrug wurde aufgedeckt. Und wie reagieren dann die Kollegen von der Dramaturgie und vom Feuilleton? Also das ist das letzte Linie. Wenn ihr mich fragt, ich habe immer schon gewusst, dass das nur ein Blödsinn ist. Der Literaturbetrieb wird zu einer Farce. Also ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Ach, was wundert's dich? Der Bernd ist doch auch so geschwätzig mit seinem Theater der Impassivität. Ach was, das kommt vom Polish, das ist nicht das Gleiche. Oh, Entschuldigung. Jetzt hört auf, miteinander zu streiten. Ja, da schlage ich auch vor. Guck, da ist sie. Dass die sich da noch hintraut... Naja, so cool wie auf den Fotos hat sie ja eh nicht ausgesehen. Ja, also nein. Und, gehen wir noch einen trinken? Ja, warum nicht? Okay, gehen wir. Also ich muss sagen, das war ein ganz interessantes Gespräch, das wir da hatten. So ist es. Hier wird die Wahrheit aufgedeckt. Aber wie ist es, wenn man einmal hinter die Fassade dieses Blogs guckt? Wie wurden denn hier Wahrheiten generiert? Wie wurde hier so selbstgefällig auf irgendwelche Falschheiten hingewiesen? Was steckt hinter diesen Bildern? Es ist das intertextuelle Textverfahren, finde ich blöd. Das intertextuelle Verfahren finde ich blöd. Das intertextuelle Textverfahren finde ich blöd. Also, das Intertext... Das intertextuelle Textverfahren. Das intertextuelle Textverfahren finde ich blöd. Auch hier, am scheinbaren Quell der Wahrheit, wurde wieder nur manipuliert. Naja, ist dieser Betrieb nicht rettungslos verdorben? Was soll man machen mit all diesen Wesen, die da rumirren, nervös nach Aufmerksamkeit? Was soll man machen? Vertreter dieses Betriebs. Ich fühle mich manchmal müde wie 1913. Dass dieses Geblorge und nervöse Rumgemache in diesem Netz. Was sagen die Kollegen von Tokotronik dazu? Heim und Netz, Werkerei, stehlen dir deine schöne Zeit. Wer zu viel selber macht, wird schließlich dumm. Genommen Selbstbefriedigung. Obschon ich diese neo-aristokratischen Popper eigentlich überhaupt nicht schätze, in diesem Fall haben sie recht. Was bringt das alles? Was habe ich wieder nur für Zeit verschwendet für diesen
Scheiß. Das gibt's in Zukunft nicht mehr gratis.